Hi, Spyro. Um nach links oder rechts zu gucken, drück die L2 oder R2-Tasten. Um die Kamera schnell hinter dir zu zentrieren, drück die L1 oder die R1-Taste. Einen Rundumblick bekommst du, wenn du die Dreiecktaste gedrückt hältst. So, du bist also derjenige, der die Eier retten soll, hm? Wie traurig. Hör mal zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, drehst du dich um und verschwindest wieder in dem Loch, aus dem du gekrochen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie so gut versteckt, dass du sie nicht mal in 1000 Jahren findest. Und selbst wenn du eins finden solltest, werden sich unsere hervorragend ausgebildeten Armeen deiner annehmen und es dir wieder abnehmen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal erwische, werde ich sehr böse. Und das wird dir gar nicht gefallen, wenn ich böse bin. Spyro, na das ist ja eine Überraschung. Mensch, ich hab dich ja nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avala besiegt haben. Nun, mein Geschäft hat etwas nachgelassen, seit du weg bist. Deshalb kam ich hierher und habe ein nettes Abkommen mit der örtlichen Zauberin geschlossen. Eine wirklich reizende Dame ist das. Und sie scheint auch Drachen sehr gern zu haben. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila das Känguru zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie wohl entkommen lassen. Dann könntest du sie als Haustier halten oder so. Ich kriege ein Vermögen dafür, Sheila das Känguru unter Verschluss zu halten. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin ganz schön viel Ärger gemacht haben. Nun, ich könnte das Känguru aus Versehen entkommen lassen, wenn du mir, sagen wir mal, eine kleine Gebühr bezahlst. Keine Sorge, Spyro. Sheila wird nicht für immer im Gefängnis bleiben. Die Zauberin wird sie wohl nächsten Donnerstag hinrichten lassen. Oh, Spyro, wie herrlich naiv du bist. Deine Gutherzigkeit könnte dich eines Tages noch den Kopf kosten, doch im Moment macht es mich nur reich. Wenn du am höchsten bist, drück die X-Taste. Dann gleitest du am weitesten. Hey, Spyro, ich habe gerade eins von diesen komischen Toren gefunden, die zu einer anderen Welt führen. Aber du musst gleiten, um darüber zu kommen. Drück die X-Taste zum Springen und drück dann nochmal die X-Taste, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Endlich funktioniert mein Tor wieder. Komm mich mal in der Tiki-Lodge besuchen. Juhu, mein Tor funktioniert wieder. Bis später am Strand. Ich habe in der Höhle da drüben etwas Glänzendes gesehen. Lass uns mal nachsehen, was es ist. Du gelangst dorthin, indem du schwebst. Dafür musst du nur am Ende deines Gleitflugs die Dreiecktaste drücken. Damit du am weitesten gleitest, drück die X-Taste, während du vorwärts gehst. Und dann nochmal, wenn du am höchsten in der Luft bist. Drück die Dreiecktaste kurz bevor du landest, um zu gleiten. Oh, jetzt hätte ich's fast vergessen. Ich habe dieses Ei hier gefunden. Da ist eindeutig etwas Glänzendes in diesem Loch. Ich wollte schon runterspringen, aber ich glaube, ich kann rauschendes Wasser hören da unten. Und ich werde so ungern nass. Das ist eine Katzenmacke. Dies ist ein Superflug Powerpunkt, Spyro. Immer wenn du durch einen Powerpunkt wie diesen läufst, kannst du für eine kurze Zeit fliegen. Deine Spielkamera ist zurzeit im Passivmodus. In diesem Modus musst du die Kamera selbst steuern und sie ist auch langsamer. Wenn du möchtest, kann ich die Kamera in den Aktivmodus setzen.
Im Aktivmodus bewegt sich die Kamera viel schneller. Okay, ich werde es nicht ändern. Deine Kamera ist jetzt im Aktivmodus und bewegt sich schneller. Wenn dir das nicht gefällt, komm zu mir zurück. Oder ändere es im Menü Optionen selbst. Gefällt dir der Aktivmodus der Kamera? Wenn nicht, kann ich wieder den Passivmodus einstellen. Okay, ich werde es nicht ändern. Vergiss nicht, dass du den Kameramodus im Menü Optionen selbst ändern kannst. Die Spielkamera ist jetzt im Passivmodus. Wenn ich es wieder ändern soll, sag einfach Bescheid. Ich bin spät dran für eine Dinnerparty in der Tiki Lodge. Und das Tor zu meinem Zuhause funktioniert nicht mehr. Vielleicht geht es wieder, wenn noch ein paar Drachen schlüpfen. Ich sehe ein Ei auf dem Grund des Sees. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Vielleicht könntest du es holen. Du kannst untertauchen, indem du die Quadrattaste drückst, wenn du an der Oberfläche bist. Schneller schwimmen kannst du, indem du die Quadrattaste gedrückt hältst. Vergiss nicht, die Quadrattaste zu drücken, um unterzutauchen. Wenn du dann unter Wasser bist, halt die Quadrattaste gedrückt, um schneller zu schwimmen. Ich war gerade auf dem Weg zum Muschelstrand und mein Tor ist einfach vor meinen Augen verschwunden. Wenn du noch ein paar Dracheneier finden würdest, funktioniert das Tor bestimmt wieder. Ich weiß nicht, wie dieser Ballon funktioniert. Aber ich denke, wenn du eine Person aus jeder der anderen Welten zurückbringst, können wir ihn zum Fliegen bringen. Dies ist ein Ballon, der dich in ein neues Land bringt. Doch wir können ihn erst benutzen, wenn du eine Person aus jeder der fünf Welten zurückbringst. Wenn du aus jeder unserer fünf Welten eine Person zurückbringst, können wir dir helfen, den Ballon zu benutzen. Ich möchte mich dafür erkenntlich zeigen, dass du mich vor dem Tintenfisch gerettet hast. Wir können dir helfen, diesen Heißluftballon zu benutzen, wenn du nur eine Person aus jeder Welt zurückbringst. Hi, Spyro. Wenn du eine Person aus jeder der fünf Welten zurückbringst, werden wir stark genug sein, diesen Ballon für dich runterzuholen. Los, lass uns zum Ballon gehen. Los, lass uns zum Ballon gehen. Los, lass uns zum Ballon gehen. Los. Los, lass uns zum Ballon gehen. Der Ballon ist startklar, Sir. Spring einfach auf. Mit diesem Ballon gelangst du zu einem Land, das in der Nähe der Zauberin liegt, Spyro. Außerdem kannst du damit jederzeit wieder hierher zurückkommen. Ich denke, du musst jetzt einfach in den Ballon springen. Frag mich nicht, wie er funktioniert. Ich habe nämlich keinen Plan. Du kannst jederzeit in den Ballon einsteigen, Spyro. Mit diesem Ballon gelangst du zur großen Tiki Lodge im Himmel. Spring einfach auf, wenn du bereit bist.
Spyro, ich habe ein Ei gefunden, aber nur Sparks kann da rankommen. Da ist ein kleines Loch, das zur Krabbenfarm führt. Ich kann ihn dorthin mitnehmen, wenn er bereit ist. Gut gemacht, Sparks. Du hast den Krabbenkönig besiegt und das verlorene Ei gefunden. Und nicht nur das. Die Drachenmagie scheint etwas auf dich abgefärbt zu haben. Jetzt kannst du Edelsteine aufheben, die noch weiter von Spyro weg sind. Sparks hat das Ei von der Krabbenfarm bereits geholt. Er kann aber dorthin zurückgehen, wenn er üben will.